Podcast Flavor. Mythoclast. Sollte man vielleicht mal abchecken, ne? Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip. Jupp, ich habe euch mitgebracht Kapkas. Kapkas Flavor Mythoclass. Chillt eure Nuggets, ich weiß, Mythoclass gibt es schon relativ lange, aber ich habe die nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, habe die noch nie so großartig gereviewt, aber es gibt auch viel zu viele Produkte auf dem Markt, ohne Scheiß, und da weiß man auch irgendwann nicht mehr, was holt man sich jetzt, was nicht, und wie kommt man überhaupt noch heutzutage hinterher mit den ganzen Vorstellen von irgendwelchen Liquids und so weiter und so weiter. So, Mythoclass ist Cool Mango with Kokos, ne? Solltet ihr aber normalerweise kennen, finde ich eigentlich ein recht geiles Liquid. Jetzt aber zu der Jahreszeit passt mir das Ganze nicht, aber für zwischendurch, also im Moment benutze ich das Zeug mal, um meinen Geschmack mal wieder so ein bisschen zu neutralisieren. Ja, ihr habt es gelesen, Mango, Kevin und Mango, oh my gosh, ne? Cool Mango with Kokos. Bin echt gespannt. Was heißt gespannt? Ich bin's ja schon die ganze Zeit am Dampfen, ne? Also man hat schon einen strangen Colada-Kick, sag ich mal. Dafür ist Kapkas Flavor aber auch sehr, sehr bekannt dafür. Für den Freezener-Effekt, ne? Cooling, wie heißt es nochmal? Jetzt komme ich gerade auf den Slogan drauf. Schande über mein Haupt, aber egal. Voll im Ring weggeblowt! Der erste Punch, den man, sag ich mal so, auf gut Deutsch gesagt, ins Gesicht kriegt, ist halt wirklich Colada, Mango. Mango, Colada, 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 Mango. Also Colada ist wirklich sehr, sehr präsent und das Mango auch. Aber ich finde, das Mango ist hier in dem Liquid geil angesetzt, weil man wird nicht so erschlagen von dem Mango. Ich schätze jetzt einfach mal, ob es denn wirklich so ist, keine Ahnung, dass das Mango so ein bisschen gedrückt wird von dem Kokos, durch diese Süße von dem Kokos, was es hat, oder auch so eine leichte Cremenote, ganz leicht, dass es so ein bisschen das Mango auffängt, so dieses Hardcore-Intensive von der Mango, und dadurch wird das Ganze dann so ein richtig schönes, abgerundetes, perfektioniertes Liquid, ne? Finde ich eigentlich echt nice, ohne Scheiß. Also wer es noch nie hatte, einfach mal ausprobieren, ne? 80% VG, 20% PG in dem Sinne, dann ist klar, 50 ml Short-System, also Fill-System. Das heißt, ihr müsst noch einen Shot drauf kippen oder halt Nuller Base, dass das Ding dann fertig ist. Es ist halt über aromatisiert und dann muss man das Ganze dann natürlich noch ein bisschen strecken, ne? Dass ihr dann am Endeffekt 60 fucking Milliliter am Stissel habt, Freunde. Ja, wie gesagt, sehr, sehr geiler, sehr, sehr gemütlicher Geschmack. Also ich werde jetzt über die Winterzeit nicht mehr so viel dampfen. Ich kenne mich. Ich dampfe, wenn es kalt ist, lieber so cremige Sachen. Also ich denke mal, im Sommer werde ich die Dinger mal wieder mehr wegsuchten wie jetzt gerade. Aber einfach auschecken, Freunde. Ihr kennt das. Wenn euch das hier gefallen hat, wie immer, lasst mir lieben gerne Like oder Abo da. Ne? Liquid Short Clips sind ja nur dafür da, dass ihr die Liquids mal gesehen habt. Mal wisst, wie ich die so empfinde und ob die überhaupt so schmecken, wie sie beschrieben werden. In dem Sinne, Freunde, wenn es dir gefallen hat, ihr kennt das, was mir lieben, gerne ein Like oder ein Abo da. Stay true, join the website of life und bis demnächst.